Also für die Leute und für das Haus ist das wirklich unerträglich. Es sind zu viele Leute, die auch krank sind, die nicht richtig gehen können. Ältere Leute, die noch nicht mal rauskommen, die quasi regelrecht gefangen sind in ihrer eigenen Wohnung. Ich kann nicht zum Arzt gehen, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann überhaupt nicht raus. Wir fühlen uns wirklich regelrecht verarscht, auf Deutsch gesagt. Es besteht wenig Hoffnung, dass irgendwann ein Eigentümer dieses Haus erwerben wird, dem es auch wieder darauf ankommt, so ein Objekt instand zu halten. Ich möchte gern mal weg. Vielleicht kann mal einer von den Herren, denen das hier gehört, mich abholen mit dem Auto und mal rumfahren. Bitte schön. Dankeschön. Und Abstand. Und los geht's.
Also wir müssen wirklich mal überlegen, was tue ich wo rein? Wo tue ich die etwas schwereren Sachen, wo tue ich die leichteren Sachen? Wenn es ein bisschen mehr wird, zum Beispiel bei den Getränken jetzt im Sommer, da haben wir ja mehr Getränke gehabt, da haben wir ein bisschen was im Auto gelassen. Da habe ich gesagt, gut, okay, dann gehe ich am Nachmittag, schleppe ich mich nochmal runter und nehme dann nochmal einen Korb mit Getränken hoch. Aber hauptsächlich mit den Einkäufen ist das am schlimmsten, das Hochtragen. Also es sind 109 Stufen, man spürt wirklich, wenn man das öfters macht und mit diesen schweren Einkäufen, spürt man wirklich, dass die Arme immer länger werden, die Beine werden immer schwerer. Und da muss man natürlich immer zwischendurch mal auf jeder Etage oder auf fast jeder Etage mal eine Pause machen und verschnaufen. Also für die Leute und für das Haus ist das wirklich unerträglich. Es sind zu viele Leute, die auch krank sind, die nicht richtig gehen können. Eine Nachbarin auch, die eine Knie-OP hat. Ältere Leute, die noch nicht mal rauskommen, die quasi regelrecht gefangen sind in ihrer eigenen Wohnung. Wenn ich mich in diese Leute hineindenken kann, ist das wirklich wie ein Gefängnis. Da fehlen wirklich Gitter noch vor der Tür, vor der Scheiben. Das ist unerträglich, ist wirklich unerträglich. Bitte schön. Mittlerweile hat also auch Frau Sperl unten die Küche nass und darunter die Familie, die hat auch schon die Küche nass. Mhm. Das kommt alles hier. Juli, glaube ich, einen Auftrag gekriegt und er konnte aber nichts machen, weil er nicht wusste, woher das kommt. Mhm. Und hat er gesagt, dass er nicht mehr braucht. Ja, Vielzahl der Fälle. Ja. Los geht's. Ja, vor fast zwei Wochen wurde das ja hier aufgeschlagen und die ganze Wand war richtig feucht. Und da kann man... Schauen Sie noch einmal rüber zu dem... Die häufigsten Beschwerden sind Mängel der Mietwohnung, wobei die sich hauptsächlich zentrieren auf Schimmelbefall in der Wohnung. Das wird dann der Verwaltungsgesellschaft angezeigt, ohne dass nennenswerte Informationen zurückkommen. Nach derzeitiger Aktenlage ist Eigentümer dieses großen Mietobjektes eine Firma mit Sitz in Luxemburg, die aber weiterhin durch dieselbe Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Wir kaufen mehr Familienhäuser, Wohnhäuser und Wohngeschäftshäuser. Hier ist so auch die größer als 3 Millionen. Oh, das ist für die doch so egal. Die möglichst nach 1950 gebaut worden. Ja, sind wir ja. 64 größer, das Bild. Ach, das sind diese Heuschreckenfirmen. Ja. Also bundesweit schreiben, ne? Mhm. Und haben nur vier. Oh. Hier. SARL.